Da liegt noch ein Lock rum. Wie viel Gewicht schleppen wir gerade mit uns rum? Nur 18 von 110, also das geht noch. Hunger, Gesundheit, das sieht alles noch annehmbar aus. Das heißt, wir reden mal über die nächste Mission. So, erste Sonderung der Stadt. Ist die nächste. Seeing as how we're now friends, I guess I should open the door to my humble refuge and introduce myself, right? Ja, das wäre nett. Don't move. I'll unlock it right away. Oder auch nicht. Interesting. I guess the introductions will have to wait. Until we can find a way to fix this goddamn door mechanism. Er hat sich selber eingesperrt. Okay, you win, stupid mechanical lock. So, we'll ask our new friend outside if he can go find something to fix it in town. You don't mind, do you? A Nö. Bit of oil should do the trick. You should be able to find some in town, in one of the few stores that haven't been ransacked yet. Mhm. While you're there, you might as well collect as much food and drink as you can. A hungry or thirsty survivor already has one foot in the grave. I'll be waiting here for you. I'm not going anywhere, obviously. And if you can find something better than that bat of yours, go for it. Yeah. When you know where to look, you can find weapons everywhere. Or make them. Bring out your inner artist. Mhm. Ja, geh in die Stadt und bring eine Flasche Öl zurück. Wenn nicht, wird der Bunker das Grab von Kovac und der gesamten neuen Gemeinschaft sein. In einem der Geschäfte des Viertels dürftest du bestimmt fündig werden. Ich soll auch noch eine Dose Corned Beef und eine Wasserflasche finden. Und ja, ich kann auch die Queststufe erhöhen, dadurch erhöht sich der Bonus halt. Bis zur Stufe 6. Aber so crazy sind wir jetzt gerade nicht. Wir nehmen die normale Stufe. Auch wenn das jetzt am Anfang noch ein bisschen einfach scheint. Und ja, da der Ladebildschirm gerade etwas länger gedauert hat, konnte ich mir die Tastatursteuerung etwas besser ansehen. Also ja, wir können jetzt auf eben hier auf die Dinger klettern und wir können Zombies verprügeln und Stoff und Geld mitnehmen. Und Schokoriegel. Hi-ho, Schokoriegel. Ein Pflasterstein. Ja, für was wir solche Sachen wie Nägel und Pflastersteine mitnehmen, ist ja auch klar, nämlich für unser Camp, um dort Sachen bauen zu können. So, auf den Van können wir nicht klettern. Hier können wir auch nicht rein. Hier ist halt alles eingestürzt. Au, der hat uns ein bisschen angekratzt. Armreif. Ich weiß auch nicht genau, was für was bestimmte Sachen gut sein sollen. Der Bus ist zum Glück zu, aber hinter dem Bus. Wir können einfach im Inventory mal kurz reingucken. Wahrscheinlich unter anderes. Geldstück und Armreif. Erforderliche Stufe 5. Naja, entweder ist es Schrott oder wir finden irgendwann einen... Naja, es gibt immer mehr NPCs, die ins Hauptlager reinwandern. Wenn wir bestimmte Missionen erfüllen, treffen wir die halt. So, bevor ich in den Eisenwarenladen reingehe... Das ist übrigens auch lustig. Flatsch, da kommen sie runter. Hi.
Ja, ich werde sterben. Blöde Gewohnheit, mit der Tab-Taste oder der Alt-Taste Sachen hervorzuheben, die einfach in der Gegend rumliegen. Wie man es aus Diablo oder so kennt. So, ich kann mal kurz ein bisschen craften. Und habe jetzt Verbände für alle Fälle. So, hier bin ich fertig. Da ist der Eisenwarenladen. Oder das Heimwerkergeschäft, besser gesagt. Das ist ein Heimwerkergeschäft. Wobei das ungefähr aufs selbe hinausläuft. Oh ja, und hier sprießen auch ab und zu mal Heilkräuter aus der Gegend. Also ja, je nachdem, in welches Gebiet man geht, findet man halt andere Sachen. Also in der Stadt findet man natürlich mehr Zombies als im Wald. Aber hier findet man zum Beispiel eben... Bausteine. Also Pflastersteine. Und zum Glück wird das meiste Zeug ein bisschen hervorgehoben. Außer das, was bei Zombies halt landet. Also was Zombies droppen. Wie zum Beispiel Schokoriegel. Das können wir öffnen. Oh, da kommt einer von draußen runter. Den sollten wir uns erstmal vom Leib halten. Dann den. Hier liegen Blechstücke. Damit kann man eine Waffe pimpen. Vitamine. Stahlfedern. Das braucht man auch um Waffen. Herstellen zu können, sowie auch Aluminiumrohre. Und ja, Zombies können in diesem Teil, im Gegensatz zum ersten, auch Türen einschlagen, weil es hier auch Türen gibt, die sie einschlagen können. So, noch ein Pflasterstein. Da liegt unsere Dose. Nein, das sind Vitamine. Was machen Vitamine genau? Die fallen doch hier drunter, oder? Wirkungsdauer 30 Sekunden, Geschwindigkeit erhöhen, Zeit für präzise Erfassung. Ja, also das ist wirklich reiner Pimpstoff für uns. So, dann können wir ins Nachbarhaus mal reingehen. Da scheint es nämlich Corned Beef und Wasser zu geben. Oder das ist unser Eisenwarenladen. Nein, das ist unser Eisenwarenladen. Ja. Der da will auch unbedingt runterfallen. Wie die halt immer Glück haben, wie Katzen auf ihren Füßen zu landen. So, Stoff. Und eine Pflanze. Das heißt, bevor ich hier drüben in den Eisenwarenladen gucke, gehe ich erstmal hier in diesen Laden, beziehungsweise in das Geschäft. Weil das sieht nach einem Supermarkt aus. Ja, hier ist auf jeden Fall unsere Dose mit Corned Beef. Und ja, oben laufen auf jeden Fall Zombies rum. Zwei Dosen mit Corned Beef sogar. Also ja, das war mal ein Supermarkt. Mit Betonung auf war. Hey, Survivor! You wouldn't happen to have a bit of a thirst there? For water, I mean. Ja. Da oben ist nämlich die Prozentanzeige gerade aufgeploppt, dass wir nicht genug Wasser, dass unser Wasser langsam alle geht. So, aber erstmal den Zombie hier ausschalten. Wir haben nämlich noch kein Wasser gefunden und ich würde ungern das Wasser jetzt gleich versaufen.
Wenn, da finden wir das Wasser vielleicht hier oben. Hier finden wir auf jeden Fall Aluminiumdosenleere. Ja, eine Wasserflasche. Die können wir auch gleich mal benutzen. Weil das macht Hunger, das macht mehr Durst. Und das nimmt etwas Durst und etwas Hunger. Also trinken wir das Ding. So, und wir sind wieder nicht mehr durstig. Leider ist das hier wohl die einzige Wasserflasche, die wir gerade finden werden. So, liegt hier draußen noch was? Ja, Nylon Garn, aber einen Bogen haben wir ja bereits. Aber das können wir ja auch für eine Angel oder ähnliches verwenden. So, den direkten Weg nach unten. Und uns hier hinten noch umsehen. Ja, Jungs. Stoffstücke einsacken. Oh, da sind noch ein paar. Gut, das waren die. Was sagt eigentlich, mein Gewicht ist schon etwas höher gegangen, wie man sehen kann. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir im Camp bald mal eine Kiste bauen und dort Zeug, was wir nicht brauchen, wie eben die Steine, dort einlagern. So, außerhalb des Ladens sind wir jetzt einigermaßen sicher. Ein Schraubendreher, der im Schädel steckt. Und ja, mit V können wir rein und rauszoomen. Hier drin zoomt es zum Glück automatisch. Eine Aluminiumdose. Das war die Ölflasche, die wir brauchen. Jetzt könnten wir theoretisch ins Camp zurück, aber ich will mich noch im Obergeschoss umsehen. Ob es da noch vielleicht eine Flasche Wasser für uns gibt. Wenn nicht, sind wir halt auf die Brombeeren angewiesen. Aber nein, ich sehe hier leider nichts aufleuchten. Also zurück zum Camp. Jo. Quest bestätigen. Oh, das ist hier zappenduster. Geben wir also die Quest gleich mal ab. You found some. And you're still in one piece. Have me thinking you've already read my survival guide. Anyway, let's fix this damn door now. If you can just slide the oil into the air duct there. Thank you. I'll unlock it right away. As soon as the hatchway opens, come on in. Yeah. I'm down here, if you'd care. Good. Dort könnten wir die Mission jetzt wiederholen, die wir gemacht haben, aber wir wollen den Bunker runter. Jetzt können wir nämlich erst einmal mit den Erfahrungspunkten, die wir haben, uns aufleveln. Dadurch ist jetzt die Kampfstufe wieder zu niedrig. Also erhöhen wir auch das Camp gleich mal wieder. So. Und erhöhen uns wieder, weil das erste, was wir wirklich brauchen, ist das Schlösserknacken. Gut. Wir können uns jetzt hier unten beim Kovac alles Mögliche einsacken und auch in diese Kiste gucken. Zum Wiedererlangen von speziell nicht austauschbaren Objekten, die du zerstört hast. Du kannst jeden Gegenstand da reinpacken, solange er von der Größe her hineinpasst. Pack den Müll aber ja nicht in meinen Bunker. Ja. Die könnten wir nicht verbessern. Wir können nur reingucken, was drin ist.
Nämlich die ganzen Sachen aus dem DLCs. Zahme Rabe. Das braucht halt erforderliche Stufe 9, 7, 12 und so weiter. Wir können das Kampfmesser, den Teddybärhelm und den zahmen Rahmen mitnehmen, aber nö, ich lasse das Zeug mal da drin liegen. Das macht das Spiel nämlich nur, sonst nur zu einfach. Was ich allerdings gerne hätte, wäre eine Machete. Und ja, das hier ist Kovacs geheimer Ort. In dem auch ein paar Sachen ab und zu mal spawnen, die wir mitnehmen können. Lohnt sich also auf jeden Fall immer mal wieder reinzuschauen. Da ist übrigens der Kovac. Da ist die Radiostation. Die Luke geht nicht. Ja, Funkstation. Fressen oder gefressen werden, makabre Karneval, das sind wahrscheinlich entweder Zusatzquests oder irgendwelche Errungenschaften, für die wir bestimmtes Zeug brauchen. Deswegen. Elite-Quests. Think you're real tough survivor? Then try my elite missions. When a mission has the elite symbol on it, it means if you die, you will get sent straight back to camp. Isn't that humiliating? So make sure it doesn't happen. Das sind also seine Elite-Aufgaben. Die lassen wir auch erstmal sein und gucken uns hier weiter um. Hier hat er nämlich noch Garn und Patronen. Und da ist unsere Machete. Das heißt, wir könnten mal theoretisch den Baseballschläger gegen die Machete tauschen. Schaden pro Sekunde, Schadenswirkung im Nahkampf. Mannstoppkraft, Verbrauch Ausdauer. Verbraucht halt weniger Ausdauer. Und wiegt halt auch weniger, aber ich kann Köpfe abhacken damit. So, und jetzt machen wir uns mal 40 Pfeile, so. Was ich wahrscheinlich bereuen werde, weil für die Truhe brauchen wir 5 Loks und Flechtseil, aber das finden wir im Sumpf nachher gleich, wo wir hingehen. Damit können wir die Truhe, unsere erste Sache bauen, nämlich die Truhe. Waffenkammer wird zur Herstellung von Waffen und Munition gebraucht. In der Küche können wir halt kochen. Der Holzmast ist gut, um kleine Lücken abzudichten. Aber wenn, dann brauchen wir später niedrige Holzbarrikaden. Die halt auch gut Zeug kosten. Also wir werden ziemlich viel grinden müssen, um an Sachen zu kommen. Und jetzt können wir halt unseren Pfeil und Bogen nutzen und damit auf den Korb wegschießen. Nein. Ich finde es gerade interessant. Hier haben wir noch Aluminiumdosen. Das ist okay soweit.
Ja, sie stehen halt alle noch hier so rum. Das wird sich aber wahrscheinlich demnächst ändern. Gucken wir erstmal in Kovacs kleinen Fernseher rein. Kovac TV. Build a new community. Survival for Donkeys und Kovacs Challenges. Build a new community. So, can anybody in the class tell me how we're going to build our new community? Das kennen wir bereits, also so überspringe ich das einfach mal. Nehmen wir mal Survival for Donkeys. Das ist die Grundeinführung, die wir nochmal uns ansehen können, wenn wir den ersten Teil nicht kennen oder vergessen haben oder nie gespielt haben oder so weiter. At ease, soldiers. I'm sure the most experienced survivors can remember that I created a survival guide. It's brimming with tips on how to survive among zombies. Remember? The less you eat, the less stamina you have. So you won't have the strength to fight the zombies. So remember to eat. Thirst causes dizziness and headaches. It becomes hard to concentrate and make critical hits. So remember to drink. My time, we knew how to fight barehanded, and we were ready to drink urine to survive. Today's young people are always walking around with a bunch of useless items in their backpacks. So here's a third tip. If you're overloaded, you run slower and slower and can't get over obstacles. So check your backpack.